Nicht geladen. Ich bin geladen wie eine Doppelflinte. Ich hab mich extra gewaschen heute. Ist doch wahr. Da kommt man. Also ich muss, mein Freund hat immer gesagt, es kann der Schlechteste nicht vom Stehlen leben, wenn es dem bösen Nachbarn und den guten Nachbarn nicht gefällt. Ja, und mein Freund, das war ein ganzer, das ist ein großer Kerl, der ist aus Büllesheim. Ja. Och, mein Freund, der hat ein Gesicht wie Klebstoff, wie Uhu, wie ein Kölzchen, wie eine Eule, ja. Ja, der hat eine Volkswagen-Nase, er läuft und läuft und läuft, ja. Mein Freund, das ist ein Bugimist, der hat zwei Frauen, hätte er. Ich sag, da wird er bestraft, hätte er kann nicht bestraft, wenn er wäre bestraft genug, der hätte zwei Schwiegermütter. Nee, und er sagt, er hätte nur Pech im Leben. Ich sag, wieso? Die erste Frau ist im Laufen, ja. Ich sag, die zweite, das hätte die leider noch nicht. Und das ist eine, ganze lange, schmale, lange Latte. Die ist Mara. Oh, was ist die Mara? Die ist so Mara. Die hat vorne nichts und hinten, das ist eine Einbahnstraße, ja. Nee, was ist die Mara? Ich glaube, die sitzt im Aufsichtsrat für Bodenstangen, sitzt sie, ja. Die ist so Mara. Mein Vater sagt immer, bei der Auferstehung des Fleisches kann die liegen bleiben. Ah. Ja, ich habe einmal mit dir getanzt. Ich habe gedacht, das wäre so eine Spanierin oder so. Das wäre ein was waren die Rippen, haben gerappelt. Mann. Das sagt sie noch, sie wäre Schauspielerin. Das glaube ich nicht. Da höchstens bei Wilhelm Tell verspielen. Die lange Latte mit dem Hut drauf. Moin, Frau Gessler oder so. Nee. Nee, so war, und feig ist die. Feig zu meinem Freund, sagt sie immer, sie will einen Pelzmantel haben. Sie hätte einen Rechtsanwalt heiraten müssen. Der macht das aus zwei Fällen. Und wenn die in Urlaub fahren, die fahren immer allein in Urlaub, mein Freund auch. Und dann nimmt er noch immer ein Bild von der mit. Ich sag, warum tust du das dann? Sie sagt, das ist gegen Heimweh. Ich sag, dann nimm noch mal zwei mit, vielleicht kommst du da nicht mehr wieder. Nee. Und wenn sie in Urlaub fährt, dann müssen wir alle mit zum Bahnhof. Wir stehen dann hier auf dem Bienensteig, wir können da nicht stehen, die Schienen liegen uns im Weg. Und wenn wir dann so stehen, dann kommt die elektrische war doch eine Dampflok. Jetzt kommt die so. Ja, sie kommt vorbei, gejubelt und lässt einen Dampf. Wir haben uns jedes Mal verbrannt an der Stelle, ja. Und sie ist dann reingestürzt. Sie hat sich dann hier. Die hat sich hier den Hörnis gestoßen. Die hat so eine Beule am Kopf hier, ja. Ja, die spielt jetzt Doppelkopf. Ja, und die wollte den besten Platz haben, hat's auch gekriegt. Hat sie sich dann gleich dahingesetzt und Bananen gegessen und wirft uns die Schalen genau für die Schochen, für die Beine, für die Gehwarzen. Also, wir wären bald ausgeglitscht. Ja, kommt der Stationsvorsteher und sagt, das will ich nicht haben. Setze gut, dann verteilen sie es an der unteren Beamten. Nee, die ist frech. Ich sag, wo warst du, wie sie in Urlaub zurückgekommen ist? Sagt sie, ich war in Venedig. Sag, wie war? Auch die ganze Straße voll Wasser. Ja. Und dann wäre sie mit so einem Gundul, der mit dem Stecken immer rumläuft, so, und im Wasser rumpult, der war kurzsichtig. Der hat sich vertan, der hat sie als Stange genommen. Oh! Die sah aus an dem Hundepalast, an dem Dogel, an dem Doggen. Ja, der hat sie immer rein, der hat sie gesagt immer Stopp, Stopp, und er hat gedacht, stopp sie rein. Nicht? Wie die ankam, hat ein schlammerende Ohren gehabt. Ich sag, hast du den Löwen von San Marco gesehen? Setz, was heißt gesehen? Gefüttert habe ich den. Ich sag, der ist doch aus Stein. Aus Stein setzt? Deswegen hätte er dir nicht gefressen. Wie sie wiedergekommen ist, keiner will wiedergehen. Ich musste mit, waren wir in so einer Metzgerei. Sagt sie, Fräulein, ich hätte mal gerne was gehabt, was ich noch nie gehabt habe. Setz, gut, dann nehmen Sie mal Gehirn. Da war sie vielleicht pilzig, giftig. Oh. Zu mir sagt sie immer, sie isst am liebsten so geliehene Kartoffel. Gepumpte Fritz, gefritzler Pumps, ne. So Pummle Fritz, so Erpel in Öl, die machst du jetzt, ja? Wir waren nachher, waren wir in so ein Skigeschuft, ein Schuhgeschäft, wir Fußbekleidung waren wir drin, ja? Da hat die, hat 48er Quadratlatschen, Terzettlatschen, solche Föß, Latschen hoch zwei, wo die hintritt, wächst kein Gas mehr, die haben nur Lebungshaus. Oh. Jetzt wollte die unbedingt so ein 37er Pimps haben, so spitze Dinger, mit Sentimentalabsätzen, Continental für traurige Fälle. Jetzt, die hat schon 45 Paar Schuhe probiert, die Verkäuferin lag in Essig, die war sauer. Ne? Auf einmal brüllt sie, jetzt passen sie, sagt die Verkäuferin, jetzt steht sie im Karton. Die
die Schwester von dir, die ist noch schlimmer, das ist eine Jungfrau, die kommt immer mit dem Kindergeld nicht aus. Ne? Ja, ist doch wahr. Und mein Freund ist wirklich ein armer Teufel. Mein Freund, das ist, der ist ja auch Vegetar, der hat eine eigene Wiese, der beißt ins Gras immer hier. Der lädt mich immer ein, ich soll mit dem Gras beißen. Und jedes Mal, wenn ich komme, hat der vorher Fäkalien, so Fäk, der jauchzt, Noblesse oblige, der Adel liegt so rum immer da. Und er sagt, das wäre Würze. Ich mach die Würze nicht, Mann. Der hat sogar eine eigene Ziege, eine Geiß, eine Hipfe hat er. Die hüpft immer so rum, die nimmt er noch mit ins Schlafzimmer. Ich sag, das stinkt doch so. Sag, da kann sich die Ziege doch dran gewöhnen. Mann. Ja, und ihr melkt die immer selber, die Ziege. Und wenn er sie gemolken hat, lässt er die ganze Milch von der Ziege noch mal saufen. Ich sag, warum tust du das dann? Sag, ich lass immer die Milch noch mal durchlaufen, die ist immer so dünn. Nee, vom Beruf ist mein Freund ja Zammermann. Zimmer, der schlägt Nägel rein. So. Der hat sich einmal um Nara geschlagen, der ist so hochgesprungen, der ist jetzt Hürdenläufer. Wenn der mal über die Hürden kommt, rufen, wenn man Nara, springt er so ein Stück höher. Der wohnt oben im zweiten Knüppel, im zweiten Stock, in der ja, da wohnt er. Letztens wollte er mal runtersahen, er luktete so, und er kriegte das Gewicht über, ist ja so ein Brocken aus dem Harz, jetzt kommt er runter. Ja, er hätte ja unterwegs bremsen können, aber es war keine Bremse am Haus, es war sozialer Wohnungsbau. Jetzt klatscht er unten aufs Trettoir, die Steine liegen so quer da unten, so. Er hatte Ping am Ballig, so an der Seite, kam ein Schutzmann an die Rand. Es war ein Jüngerer, der konnte noch laufen. Ja, sagt er gleich, ei, ei, das hatte keine Hühnerfarm. Er sagte, das hart, das waren Soleier. Ei, ei, ja. Er sagte, ei, ei, was ist hier los? Sagt mein Freund, kann ich ihn auch nicht sagen, ich bin gerade erst gekommen. Nee. Immer so ein Theater. Ich meine, und in der Schule, unser Lehrer, der war morgens Lehrer, abends voll, Mittag stand der Pegel, das ist ein Mittelschullehrer, der hat immer gesagt, was für die Pflanzen der Mist ist, für den jungen Menschen in die Schule. Wir haben Mist gemacht. Oh. Eines Tages hat er gesagt, wir können mal die ganzen Monate aufzählen. Hat sich mein Freund gemeldet. Ich, Herr Lehrer, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, auch rückwärts, jawohl. Dezember, November, September, Oktober, September, November, seit der Kreislaufstörung, hör auf. Jübchen, kannst du gut, jawohl. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Kannst du doch rückwärts, jawohl. Dezember, November, Oktober, September, Musikalklon, August, Frühling, Sommer, Herbst, Post, Neujahr, Lehrer, ich kann es nicht. Hat gesagt, Kurt, kannst du es? Ich habe gesagt, ich kann es. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Sag, da kannst du doch rückwärts. Ich sag, jawohl. Januar, Februar, März. Ist doch wahr. Ich fahre immer mit meinem Freund, der hat eine Triebjagd, der treibt, der Mussow, der hat natürlich, ach ja, wir jagen immer eine Eifel auf Hirsche, der läuft dann Rehen nach, auch. Ja, ja, das hat seine Frau nicht ganz gerne. Jetzt, wir haben letztens einen Hirsch geschossen, das Tier musste weg, es horchte schon. Jetzt, ja, wir haben so Hirschragout, so Stücke von dem Tier, haben wir gegessen. Ich musste was vom Geweih erwischt haben, war eine harte Stelle drin. Oh. Wir haben sogar einmal in Österreich ein wildes Schwein geschossen, ein richtiges wildes Ferkel. Es war ein männliches Ferkel, ein Eber. Der stand so, seine Frau daneben. Die hatten Knie seiner Familie. Ja, die hatte 8 Junge. Die kleinen Schweinchen immer so nach unten geguckt. Ich sag, guck mal, wie schön. Sie ja, Sette, die gucken immer nach unten, kleine Schweinchen. Die schämen sich, weil ihre Mutter eine Sau ist. Ja, schon. Ja, jetzt haben wir dem Eber, dem haben wir eine gefletscht, gepenkt und. Ich sag, wie kriegen wir das tote Schwein über die Grenze? Jetzt haben wir dem einen Lodemantel angezogen. Hier haben wir einen Seppelut auf und haben ihn in dem Wagen. Hier setzt er so aus wie der eigene Jäger. Zollbeamte hat gesagt, haben Sie was zu verzollen? Hab ich gesagt, nee, der hat alles nachgesehen, nichts gefunden. Zum Schluss sieht er das Schwein so dumm an und grinst auch noch. Sagt, Sie können fahren. Hör ich noch wieder zu seinem Kollegen. Sagt, du, das ist mir auch noch nicht passiert. Da hinten saß einer drin, der sah aus wie eine Sau. Ja, zudem gehe ich immer hin zu meinem Freund, der hat so ein Fernsehlurapparat. Ja, da kam letztens im Intermezzo einer raus, ein Sänger. Ich muss dann immer erst den Mandeln abstauben. Wenn einer singt, ja, man muss das. Man darf nur nicht heiß trinken, hast du gebrannte Mandeln. Und dann kam der Sänger raus und er summte dann. Nein, geliebt!
Geliebte, lass mich eilen. Oh, Geliebte, lass mich eilen. Ja, Geliebte, lass mich eilen. Kommt der Sprecher und sagt, ja, er wäre schneller fortgekommen, hätte er Damol genommen.